Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Need for Speed Heat. Okay, also mal schauen, ob das was wird. Über 100 oder knapp über 100 drüber die Schwierigkeit von dem Rennen. Mal schauen, was unser guter Porsche dann reißen kann. Und übrigens, Glückwunsch zum Aufstieg in die League. Und kein Dank wegen Mercer? Hey, übertreib's mal nicht, okay? So, naja, könntest du auch ich mal was, ne? Ich will jetzt hier Vollgas sehen! Na, je nachdem, wie das hier geht. Ja gut, ihr zieht mir doch ziemlich weg. Das ist ein Sprint, ja. Okay. Na gut, allerdings bei den kurvigen Sachen haben wir jetzt nicht so viel zu melden. Jetzt weiß ich, warum du in der League bist. Der Wagen halt ein bisschen was reißt. Sieht so aus, dass das Ding in Form. Ja, geländegängig ist. Fahr durchs Gelände. Ich kann das, gerade noch mitnehmen. Ein war dann wohl nicht der Fall. Vielleicht doch keine so gute Idee. Nee, tatsächlich nicht, wie das hier aussieht. Ich habe mal gerade auf die Entfernung geguckt. Das ist doch ordentlich abgesetzt jetzt. Ich hatte hier wirklich mehr von dir erwartet. Was denn? 2 Kilometer Vorsprung bei der Hälfte? Jetzt hält ein bisschen was, bisschen auf, sehe ich gerade. Aber noch machbar. Dieses Unterholz fahren. Es ist noch nicht vorbei. Aber so gut wie. Ich glaube, das können wir tatsächlich gemütlich nach Hause bringen. Du musst hier nicht nur mich schlagen. Haben wir hier unten rum? Ah, da oben wieder zurück. Okay, da haben wir es auch fast geschafft. Wir können uns ja ein bisschen Spaß jetzt erlauben. Durch. Du gewinnst ständig. Das heißt, wir müssen noch dazu lernen. Ja, sowas in der Art. Aber dreckig ist er geworden, der Wagen. Ich mag's hier oben. Wärst du dabei, wenn ich was auf die Beine stelle? Kommt drauf an. Was bietest du? Lustig, dass du fragst. Demnächst wird nämlich noch eine Lieferung verschwinden. Mit Mods? Autos. Ich melde mich, wenn es soweit ist. Okay, klingt interessant. Vielen Dank für den Hinweis. So, da hatten wir hier noch ein Rennen, das können wir eigentlich gerade nochmal mitnehmen. Was war mit dir? Ja, ist vielleicht auch nicht verkehrt. Können wir danach machen.
Dann kannst du jetzt mal wieder weggepackt werden. Nicht ganz gereicht, das hat man schon das Rundkursrennen. Weiß ich, ob bei dir automatisch links genommen wird, der Querfeldeinweg. Also? Ja, was zum Hüpfen? Das können wir irgendwann später mal machen. So, Erdfekel. Dann darfst du jetzt mal wieder ran. Und nachts müssen wir dann auch nochmal gucken, dass wir noch ein paar Punkte kriegen und Sachen freischalten. Ja, gucken wir erstmal, dass wir hier vorankommen. Du hast einen dickeren Spoiler als ich. Man kann bei dem Wagen nicht so viel ausrüsten. Ja, das ist doch schon was ganz anderes, hier mit dem Wagen wieder zu fahren. Die Strecke deutlich schneller. Na gut, auch hier Rundkursrennen, wie ich gerade sehe. Wirklich drei Runden. Relativ lang. Relativ kurvig. Aber mir ist es ganz recht. Dann werde ich die auch ein bisschen los. So auf Dauer. Ja, so gegen Porsche als Endgame-Wagen ist eigentlich normalerweise nicht allzu viel auszusetzen. Meistens jetzt gerade bei den Infospeed-Spielen. Mal zu kurz überlege. 2015er, als bei den älteren. Machen sich ja doch ganz gut die Dinger. So, hat sie den einen schon zerlegt? Ne, der fährt noch, okay. Die gerade. Du hast ja einen weggehauen schon. Gut, die erste Runde haben wir fast. Okay, ja, wie gesagt, ist relativ lang die Strecke. Ich glaube, das mit dem Rumdriften auch wunderbar funktioniert. Nicht verkehrt. Jetzt soll ich den einfach als Driftwagen nehmen. So, darfst hier nochmal rum. Läuft. Ich gucke jetzt gerade auch mal ein bisschen auf die Vorschau von OBS, weil bei Cyberpunk hat es mir, seitdem ich da die Grafik hochgestellt habe, irgendwie die Aufnahmen zerhagelt, zumindest mit OBS.
Aber ich glaube, hier scheint es zu laufen. Aber ich habe ja schon mit dem neuen Prozessor mit OBS hier aufgenommen. Hier habe ich auch nichts umgestellt. Jetzt Cyberpunk. Das ist ja schon auf Hoch bzw. Ultra. Allzu viel war dann hier nicht mehr rauszuholen. Soll ich mir den Köln auch nochmal Nitro reinhauen, aber wozu? Das passt ja. Hier lässt sich wirklich gut rumdriften, wenn man es mal trifft. Richtigen Zeitpunkt erwischt. Jo, läuft, freut mich. Dann fahren wir jetzt hier noch gemütlich das Rennen zu Ende und gucken dann mal die andere Racing Story noch an. Ja, das sollte zeitlich auf jeden Fall noch passen. Ist ja in der Nähe. Ist gerade mal die Hälfte der Folge oben hier. Jetzt ein paar Kurven noch und dann ist halt noch einmal die Tunnelausfahrt. Wäre das halt irgendwie Nachtrennen oder so, beziehungsweise wäre hier Verkehr, wäre es halt ein bisschen stressiger, weil wir halt doch so für eine knappe Sekunde nichts sieht beim Rein- und Rausfahren in den Tunneln. Hallo, wir können mal wieder überrunden. Ich möchte mal kurz vorbei. Dankeschön. So, Herr Wheeler. Ich müsste mal. Geschehen. Zack. Wir kriegen das Nitro direkt wieder. Das passt ja. Das ist ja schon in Ordnung soweit. So, sehr schön. Cool, cool. Fahren wir gerade hier runter. Hui. Ja, wie viel ist denn hier noch mitzunehmen? Da wäre noch ein Brückending. Mal gucken, was wir so an Potenzial haben. Das hier ist noch eine potenzielle Strecke für den nächsten Showdown. Mal sehen, wie sehr sie dich fordert. Im Moment fordern einfach nur die Autos gerade so ein bisschen, weil die im Weg sind. Drei Runden und ja, verhältnismäßig lang. Herr Jens, einmal Platz machen bitte, Herr Spahn, danke. Ja, schade. Du bist da, wo du sein sollst. Jetzt bleib auch da. Das hab ich vor, mein Lieber.
Wir fahren mit die Rennen doch. Ja, teilweise ging das so, dass wir unterwegs auch Graffiti und Zeug mitnehmen konnte. Kämpf dich jetzt nach vorne. Das ist ja ganz witzig mit den Durchsagen, dass dann irgendwie wir meilenweit führen, so Höhe, bla bla bla, das wird ja alles noch knapp und streng dich mal mehr an. Und wenn wir knapp vorne sind, ja, ja, locker, das sieht voll gut aus, hier und da, bla. Nicht so ganz gut getriggert. So, wieder mit Vollgas durchbrettern. So lobe ich mir das. Das war zu früh, aber wir haben ja Vorsprung. Nicht unglaublich viel, aber zumindest ein bisschen was. Ich baue meine Führung aus. Wo bleibst du denn? Tja, ich glaube, du guckst in die falsche Richtung, Kollege. Du bist Letzter, ich bin Erster. Ich glaube, du hast das Prinzip von Autorennen nicht so ganz verstanden, ne? Kann das sein? Mach weiter Druck und warte auf ihre Fehler. Ja, wie gesagt, die Durchsagen stimmen hier hinten und vorne nicht. So, einmal gemütlich hier durchgeschaltet. Wir müssen noch einen Gang da haben, ne? Locker, ja. Vielleicht der 7? Du machst das gut! Weiter so! Jojo. Mit Vollgas in die Kurven reinfahren, bringt mittlerweile auch echt was. So. Hier ist noch was für dich drin. Ich glaube, ich muss mir halt nach dem, jetzt hier nach der Folge auch nochmal die Aufnahmen anschauen. Ich habe das Gefühl, so ganz flüssig ist es nicht. Aber werden wir dann sehen. Also das Spiel läuft komplett. Also die Spiele laufen jetzt für mich alle flüssig. Da habe ich jetzt keine großen Ruckler mehr drin oder gar keine mehr. Keine sichtbaren. Der OBS macht halt manchmal ein bisschen Stress mit der Aufnahme. Aber ja, vielleicht muss ich da noch mal ein bisschen was an den Settings ändern. Wenn der Festplatte kann es nicht liegen. Dextree macht die jetzt die problemlos bei Cyberpunk und die ja bei den Dateien halt deutlich größer, weil das halt lossless aufnimmt. Du magst die Strecke, hm? Wenn du noch eine für mich testest, besorge ich dir ein High-End-Fahrwerkskit. Gerne. Das können wir gerne machen. So, das war dann das Potenzial. Alles klar, das haben wir soweit gemacht. Haben wir dann jetzt noch irgendwas zu tun hier? So fürs Erste. Storymäßig. Ich glaube nicht. Wie sieht es in der Nacht aus? Ach, jetzt können wir auch hier die Dings machen, fällt mir gerade ein. Beziehungsweise den Wagen mitnehmen.
Also wie gesagt, Hauptstory da hier, die Sache mit Mercer dürfte jetzt halt durch sein. Ich glaube, mit den 300 können wir auch relativ viel mittlerweile mitnehmen. Ah, echtes Geld. Eher weniger. So. Jetzt habe ich die Objekte. Augenblick, hä? Ja, den muss ich mir wohl dann tatsächlich kaufen. Das da unten haben wir sonst aber, glaube ich, soweit alles abgeschlossen. Ah, das wäre Drift Trail, ja. Den haben wir dann doch noch nicht. Ich glaube, wir gucken tatsächlich mal beim nächsten Mal jetzt in der Nacht rein. Und heizen dann vielleicht hier mal rüber. Der Geist von Oz. Wechselst du? Ne, da müssen wir vorhin in die Garage. Okay. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder nachts, wenn wir da am Rennen angekommen sind. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.